Ich freue mich schon wieder so aufs Ende. Ich freue mich jetzt mehr aufs Ende immer so am Podcast, weil wir das Werbungsquiz am Ende immer haben. Aber ich glaube, es geht vielen so, dass sie sich freuen, wenn das zu Ende ist. Auch wegen dem Werbungsquiz, oder? Ja, genau. Live-Radio. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live-Radio 90er Podcast. Mit Silly Riegler und Andy Hohenwarter. Here we go! Genau, bevor wir zu unserem 90er Jahre Fernsehwerbungsraten kommen, natürlich noch die Highlights vom unnützen Wissen der 90er, das wir diese Woche auf Sendung gehabt haben. Übrigens, bevor wir loslegen, noch eine wichtige Info. Der bekannteste, kaputteste, schrägste Lacher der 90er Jahre oder die schrägsten Lacher der 90er Jahre waren diese hier. Wir haben wirklich zeitweise in der Schule nur mehr so gelacht. Echt? Ich glaube, wir sind extra klasse, weil es war Beavis und Butthead. Damals diese Zeichentrickserie auf MTV. Ich weiß nicht, ob die wirklich cool waren oder ob man einfach, wenn man cool sein wollte, das cool gefunden hat. Ja, das glaube ich, das ist schon bei vielen Dingen so gewesen. Okay? Mhm. Also ich glaube, wir haben nur gelacht, weil es hat uns halt ein bisschen getriggert. Ja, ja. Wäre das auf ARD gelaufen, wäre es eh nicht so cool gewesen. Ja, ne? Eben. Ja. Übrigens, aber es gibt dazu was richtig Cooles, das du rausgefunden hast. Genau, ja? Die sind jetzt bald wieder zurück. Also jetzt im September laufen schon 4 neue Folgen in den USA und ab Dezember gibt es die 4 neuen Folgen dann auch bei uns auf den Streaming-Portalen zu sehen. Wie geil. Aber ich glaube, das wird ganz spooky, oder wenn man sich das anschaut. Wieso glaubst du, sind älter geworden? Na, aber man denkt sich, oh mein Gott, weil man denkt jetzt schon mit leichtem Unbehagen. Ja. Na, ich frage mich, ich weiß ja nicht einmal mehr den Inhalt. Ich glaube, es war gar kein Inhalt. Nein, ich glaube auch nicht. Nein. Ich glaube, der Inhalt war einfach in jeder Folge. Einfach nur. Sie waren so ein bisschen Jackass, glaube ich. Also sie haben halt so Schabernack gemacht und haben Bier getrunken, glaube ich, oder? Schabernack. Ja. Okay, Platz 1. Was haben wir denn da? Na, jetzt machen wir Platz 3 zuerst, oder? Genau. Entschuldigung, das ist, weil ich kurz vorm Urlaub stehe. Du bist ganz auf den Schluss fixiert heute, gell? Mein Hirn ist beurlaubt schon. Okay. Platz 3. Das ist wirklich witzig. Die Simpsons sind ja die erfolgreichste und auch am längsten laufendste Zeichentrickserie. Seit den 90ern, naja, online, na richtig, also on TV quasi. Und das Spannende ist, was glaubt ihr denn, welche Serie war davor die erfolgreichste und am längsten laufendste Zeichentrickserie? Das war die Familie Feuerstein. Die Zeichentrickserie war eben vor den Simpsons, also bis 1997 Nummer 1 und dann sind sie eben von den Simpsons überholt worden. Das habe ich dir vorige Woche gegeben. Diese Woche war vorige Woche die nächste Woche? Also hast du mir nur diese Woche Geld gegeben? Ich will das für die nächste Woche. Warte mal, ich glaube, ich habe das nicht richtig mitgekriegt. Aber die Feuersteins habe ich echt gern geschaut. Wirklich? Mhm. Aber laufen die nur? Ich glaube, die laufen schon noch. Oder laufen sie nur, weil ihr Auto keinen Motor hat? Genau. Platz 2. 1992, das Calvin Klein Unterhosenmodel. Ich glaube, auf seinem Bauch hätte man Parmesan reiben können. Mark Wahlberg. Und der Mark Wahlberg war ja das Aushängeschild für Calvin Klein. Jetzt ist, glaube ich, zum Beispiel Justin Bieber, oder? Auch zum Teil, ja. Ja. Mhm. Und Supermodel Kate Moss war da auch einmal mit dabei beim Werbespot und die hat letztens in einem Interview ausgepackt, wie es denn das damals gefunden hat. Und da ist Mark Wahlberg nicht so gut ausgestiegen, wie er ausschaut. Die zwei haben eben gemeinsam einen Spot gedreht, waren damals immer als ganz klassisch in Schwarz-Weiß, vielleicht erinnert ihr euch. Also Kate Moss hat dann eben gesagt, es ist nur um ihn gegangen. Also der war ganz, ganz totaler Macho und sie hat sich gefühlt wie ein Ding. Ach. Ja. Ein Gefühl, das ein Model nicht kennt. Nein, Gott, sagen, geht ja immer um die Personality eigentlich. Charakter. Ja, spannende Infos, schau an. Sind wir jetzt fertig? Nein, wir haben nur Platz 1. Du freust dich auch schon auf die Werbung, gell? Mhm. Platz 1. Da haben wir uns diese Woche gefragt, halten die deutschen Jugendlichen mehr aus als die amerikanischen? Weil in den 90ern damals ja ein Film war The Green Mile. Vielleicht erinnert ihr euch, eine Verfilmung von einem Stephen King Buch. Tom Hanks war damals der Gefängniswärter. Du schaust mir an, als hättest du den Film auf der Nie gesehen, nein, oder? Absolut, ja? Keine Ahnung. Es geht da um diesen riesengroßen Mann, der Gefängnisinsasse ist und der eigentlich total gutmütig ist, aber für was Falsches inhaftiert wird. Jetzt bin ich aber der dann dabei. Die Bienen im Mund hat. Genau, jetzt der bin dann ich aber den dabei. Menschen die Krankheiten aussaugt, die dann als Bienen rauskommen aus seinem Mund. Das war doch ein toller Film eigentlich. Das war ein super Film. Voll gut. Aber der war doch gar nicht so spooky.
Nein, nicht, aber es war eine Stephen King-Verfilmung, vielleicht deswegen. Weil es geht jetzt um die Altersfreigaben und du hast herausgefunden, dass die unterschiedlich waren, je nachdem, ob du in Amerika den Film geschaut hast oder in Deutschland. Genau, in Deutschland war der Film ab 12 Jahren freigegeben und in Amerika erst ab 17. Mhm. Wegen den Bienen oder was? Vielleicht, weil eine kleine Maus auch mal mitspielt. Ach so, ja. Ich habe keine Ahnung, in Wahrheit. Mhm. Naja, doch, es geht ja auch um... Da ist auch mal die Szene mit dem elektrischen Stuhl und so. Ah, okay. Dass der mit dem, wo das dann, glaube ich, nicht funktioniert. Da ist ja dieser ganz statistische Gefängniswärter. Ja, stimmt, genau. Und irgendwas ist dann mit diesen Schwämmen, die sie da unter die Kontakte geben und der macht den Schwamm nicht nass oder so. Mhm. Und irgendwas... Funktioniert nicht dann. Ja. Und ich glaube, ob das nicht sogar die krasseste Szene ist eigentlich. Da war 17 eigentlich schon, also mit 12, ja, geht eigentlich nicht. Das sag einmal. Ja, okay. Hey, weißt du, was jetzt kommt? Nein, ich habe keine Ahnung. Jetzt kommt unser heutes, weil du mich so gefreut und verpotzt ist. Jetzt kommt unser heiteres Werberaten der 90er. Ich habe wieder Werbung der 90er rausgesucht, nur ein Schnipsel spiele ich davor. Du sollst mir sagen, von welcher Werbung der Schnipsel ist. Okay. Super einfach heute. Ist es derselbe wie letzte Woche? Na, pass auf. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ja, genau. Das war schon einfach. Das war wirklich einfach. Jetzt hören wir uns die ganze an. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Du darfst hat alles, was mir schmeckt. Du darfst. Ich hab du darfst für mich entdeckt. Du darfst. Alles, was mir schmeckt. Das checke ich jetzt erst Jahrzehnte später, dass das Ryan Paris mit Dolce Vita war, die Musik. Ah ja. Stimmt. Da war ich immer so auf die Wurst fixiert, dass das... Ja, stimmt. Ja. Ja, waren wir auf die Wurst. Ja. 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 Ich sag nicht. Ja, genau. Nächste Woche, nächste Folge. Wir hören uns wieder. Ich will so bleiben, wie ich bin. Unnützes Wissen der 90er Jahre. Der Live-Radio 90er Podcast. Oh, Mamma Mia.